Ich mache gerade mein Abitur, war also jetzt schon 12 Jahre in der Schule und ich kann euch ganz ehrlich sagen, Lernen ist teilweise langweilig und auch ineffizient. Ich habe mit der Zeit aber einige Strategien für mich rausgefunden, wie ich das Lernen und die Lernerfahrung ein bisschen witziger, entspannter und vor allem auch effektiver für mich gestalten kann. Das heißt, dass ich mehr lernen kann in weniger Zeit und deswegen auch mehr Zeit für andere Dinge habe. Und heute möchte ich euch mal einige dieser Strategien teilen, hoffe, dass es euch hilft und würde euch natürlich raten, meinen Kanal zu abonnieren für mehr Videos dieser Art. Unser Gehirn lernt viel besser, wenn wir verschiedene Sinne parallel bedienen. Das heißt, wenn wir nicht nur einen Sinn eben ansprechen, sondern beim Lernen direkt mehrere, weil wir uns dadurch Stoff auch besser merken. Das Ganze nennen wir multisensorisches Lernen, also multisensorisch, verschiedene Sinne und damit lernen wir da. Du kannst zum Beispiel den Stoff in verschiedene sportliche Aktivitäten einbinden. Ich konnte früher wie zum Beispiel die 8er-Reihe im 1x1 überhaupt nicht merken und da hat mein Vater mit mir damals ohne Spaß jetzt einen Tanz für die 8er-Reihe gelernt. Dann haben wir irgendwie so für jede Zahl eine Bewegung gehabt. Ich weiß es gar nicht mehr genau, aber ich wusste es noch ziemlich lange dann. Und so konnte ich mir einfach durch diesen Tanz, den ich dann gelernt habe, die 8er-Reihe viel besser merken. Des Weiteren kann man sich aber auch Podcasts zum Beispiel selbst aufnehmen, diese Podcasts dann wieder anhören oder das gleich auch mit Videos machen oder mit Bildern und das Ganze visuell gestalten. Ich für meinen Teil nehme mir ganz oft selbst einfach eine Sprachnachricht auf, wo ich den Stoff erkläre und höre mir das dann öfter mal, wenn ich spazieren gehe, zum Beispiel draußen. Und damit kann man auch verschiedene Sinne bedienen und sich dementsprechend den Stoff auch viel besser merken. Sich das Thema einfach nur durchzulesen, ist nämlich auch nur mal nicht so effektiv, weil das passives Lernen ist. Und wir müssen aktiv lernen, um uns den Stoff besser merken zu können. Und da hilft mir vor allem das generative Lernen. Das ist also ein Lernprozess, in dem wir Stoff aktiv generieren und aktiv wieder formulieren. Das heißt, dass du dir zum Beispiel selbst wirklich aktiv Zusammenfassungen schreibst, ohne auf die Notizen zu gucken oder zum Beispiel auch dir selbst Fragen stellst und dich so abfragst, aber einfach, dass dein Gehirn selbst darauf kommen muss, ohne irgendwelche Hinweise oder ohne den Stoff halt vor dir liegen zu haben. Ich mache es zum Beispiel ganz oft so, dass ich mir einen Lernzettel schreibe, also wirklich aufschreibe, was alles rankommt. Das ist aber nicht so ein Lernzettel im herkömmlichen Sinne, wie es die meisten verstehen, dass man quasi einfach alles aufschreibt und das dann damit so lernt. Das heißt, dass man sich das einfach anguckt. Ich nutze es eher als eine Zusammenfassung, dass ich genau weiß, was alles rankommen könnte in dem Test oder in der Klausur und mir dann dadurch aber selbst Fragen stelle. Dass ich mir den Stoff angucke und mir denke, wie könnte der Lehrer jetzt diese Klausur konzipieren mit diesem Inhalt? Also was für Fragen können rankommen, was für Aufgaben können rankommen? Und mich dann so selbst einfach abfrage, weil dieses prüfungsnahe, aktive Lernen ist genau das, was uns weiterhilft. Das geht vor allem für diese GEWI-Fächer gut. Für die gesellschaftswissenschaftlichen Themen, klar, jetzt für Mathe oder so geht das weniger gut. Da müsste man dann wirklich aktiv einfach die Übungen einfach durchrechnen, weil Mathe ist ein Übungsfach. Leider, das mag ich auch nicht gerne. Aber jetzt für Fächer wie Geschichte, Politik, auch noch Biologie oder so, müsste das sehr gut funktionieren. Was mir auch unfassbar viel Spaß macht, ist mit anderen Menschen zusammenzulernen. Diese Lernmethode nennt sich Body Double, also einfach ein Doppeln eines Körpers, was ein bisschen absurd klingt. Das meint nicht wirklich das Verdoppeln eines Körpers, sondern eher, dass zwei Körper nebeneinander sitzen und dann zusammen lernen. Das ist halt einfach ein fancy Begriff für zusammen lernen. Ich war auf TikTok mal ziemlich lange bekannt als die Person, die immer gerne Study Dates gemacht hat und das ist auch bis heute eine Sache, die ich immer noch verfolge und gerne mache, also so Lerndates einfach, dass man sich trifft zum Lernen. Das kann zum einen so aufgebaut sein, dass man wirklich zusammen das Gleiche lernt und sich das gegenseitig erklärt dann auch. Oder dass man wirklich nur co-worked und dieses Buddy-Doubling betreibt, das einfach nur nebeneinander sitzt und sich durch die Präsenz der anderen Person motivierter fühlt, wirklich auch was zu machen. Weil man schafft nämlich so diese Rechenschaft, dass man dabei bleibt und sich nicht ablenkt und was anderes macht. Weil wenn eine andere Person da ist, lege ich mich tendenziell nicht ins Bett und gucke auf TikTok irgendwas. Das wäre ein bisschen weird. Gerade wenn es Menschen sind, mit denen du jetzt nicht so mega nah und close bist, ist es, glaube ich, angenehm. Natürlich muss man aber darauf auch achten, nicht mit einer Person zusammenzuarbeiten, die einen tendenziell schnell ablenkt. Also, dass man sich nicht dann verfängt in anderen Gesprächen oder so, was mir auch oft passiert. Ist ja auch okay bis zu einem gewissen Grad, aber man muss da auf jeden Fall auch trotzdem konzentriert bei der Sache bleiben. Ich treffe mich nämlich ziemlich oft mit einem Kumpel von mir zum Lernen, weil wir beide auch einige Kurse zusammen haben in der Oberstufe und dann uns gut die Themen einfach vor einem Test nochmal erklären können. Und mit wir erklären uns die manchmal, damit dass er sie mir immer erklärt, weil er Dinge schneller versteht als ich im Unterricht. Und das immer sehr angenehm finde, wenn er sie mir nochmal so erklärt. Gerade wenn es jetzt naturwissenschaftliche Themen wie
in Bio oder an Mathe sind. Da ist er mir wirklich immer eine sehr große Hilfe. Und letztens habe ich ihm geschrieben und meinte so, ja, es tut mir leid, dass du mir immer alles erklären musst und so. Wir hatten uns wieder verabredet fürs Lernen vor einem Bio-Test. Und dann meinte ich so, ja, sorry, wenn das für dich nichts bringt, dann sag ruhig ab und so, alles gut. Aber da meinte er auch, dass das Erklären ihm auch ganz, ganz viel bringt. Und das stimmt auch. Das ist auch eine Lernmethode, die heißt Feynman-Technik. Und es geht da darum, dass man den Stoff in einfachen Worten erklären muss, um ihn selbst verstanden zu haben. Sprich, wenn du denkst, du hast etwas verstanden, dann versuch es mal in einfachen Worten zu erklären. Wenn du das nicht kannst, hast du es wahrscheinlich auch nicht verstanden. Ich hoffe, dass euch das Video ein bisschen was gebracht hat. Vergesst nicht zu abonnieren für mehr Videos dieser Art und schaut gerne auch mal bei anderen Videos durch. Ich habe da schon ganz, ganz viel zu diesen Themen und freue mich immer, wenn es euch hilft. Hoffentlich. Bis dann. Tschüss.